Let's start again. Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Star Road. Ja, und ich habe mich dazu entschlossen, wir fangen hier oben auf der Raumstation an. Weil den Ort kennt ihr ja schon. Huiuiui. War das knapp. So. Ja, und wie ihr seht, viel hätte nicht mehr gefehlt. Und dann wären wir da. Paar Sprungtritte und da ist er auch schon, der 112. Stern. Right here, this is the 112. Right here, yes! So ist es und deswegen gehen wir weiter. Climb through the machinery. Ah, jetzt geht es abwärts. Arr, ich bin ein Pirat. Nicht. Okay, da lang. Oh, hier ist sogar ein Münzball. Und das hier ist eine riesengroße Glühbirne. Und Glühbirnen? Das sind Birnen aus Glüh. War hier oben nicht... Oh, ich dachte... Warte mal, die Kiste kann man doch verschieben. Ja, stimmt. Das hat irgendwas mit dieser Röhre da drüben zu tun. Okay, warum man jetzt da unbedingt eine Kiste an diese Knicklichter hinmachen muss, steffe ich auch nicht. Aber Fakt ist, man kann hier mit einem Seitwärtssalto Wandsprung zumindest hier hoch und zu diesem Stern hier. Here we go. Gut. Wo ist mein Wasser? Ich habe Durst. Kinder, viel trinken ist wichtig für eure Gesundheit. Ach so, das war hier dieser versteckte Stern. Naja. Boah, jetzt... Jetzt ist es tatsächlich schon in der nächsten Folge... Wenn hier alles heute reibungslos klappen sollte, dann sind wir tatsächlich schon auf dem Weg zum letzten Bowser in der nächsten Folge. Scheiße. Und gestern sagt... Was heißt hier gestern? In der letzten Folge habe ich es ja noch gesagt. Ich weiß ja nicht, wie ich die Videos so hochladen werden tun werde. Abarabarba. Ich sage das sehr gerne. Abarabarba. Dagegen könnt ihr nichts machen, ja, ihr halt, ne? Rein da. Hui. Tür! Oh, bei. Okay, das war blöd. Scheiße! Okay, der Todesspawn ist ein bisschen... schlecht gesetzt, mein lieber Skelox. Warum müssen wir noch arbeiten, mein Junge? Aber ich weiß schon, wohin das führt. Zu einem anderen Stern, den ich eigentlich noch nicht machen will. Einfach bloß, weil dieser Stern so cool ist. Oh ja, ich bin so cool. Ich wünschte, ich hätte einen Stuhl. Oh, hab ich ja. Ich sitze ja gerade auf einem. Na, wie komme ich denn da schon wieder auf diesen Schmarrn? Etzala. Etzala aber, ha? Huh? Drei Geld. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? Ach, was soll's. Tür! Ja, ich bin mir krass. Miep. Rein da. Oha, da springe ich dann doch lieber. Oh, nein.
Oh. Das. Das ist also Saas. Saas, meine Damen und Herren. Endlich wissen wir, was dieses Saas ist, in dem von diesen ganzen YouTube-Kacke-Videos die Rede ist. Tja. Oh. Okay, ich sehe schon, das wird... Zähneausbeißung. Vom Feinsten. Okay. Was war denn das? Ich hab mich in der Plattform gefangen. Das gibt's doch gar nicht, du. So. Ich nehme hier so wenig Münzen wie möglich. Okay, ich verstehe, ich verstehe, ich sterbe hier. Ich sterbe hier aber sowas von! Bitch! So. Durch das Maschinarium klettern, alles klar. Showdown. Handroid! Der Handroid, meine Damen und Herren. I feel fantastic. Hey, hey, hey. Nicht? Schade. Boah, war das eine Landung, du. Und du verschwindest. Was soll denn das überhaupt sein? Ist das so ein Mars-Roboter? Bing! Und da hoch. Und da rein. Und jetzt muss ein Schluck Wasser sein. Oh, vorsichtig. Oh, Gott sei Dank kann das nicht so absinken. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen... Ja, bin ich. Huiuiui. Seht ihr das da? Alter, warte, Moment mal. Okay, ich muss nicht wegen roten Münzen wieder herkommen. Gut. Seht ihr das da? Da müssen wir jetzt hier draufsteigen. Bzzzt. Intruder, you must leave or be destroyed. Ja, die Hände aus der Wüste, aus der Wopsen-Wapsen-Wüsten. Die sind ein bisschen OP, glaube ich. Oder auch nicht. Bzz, clunk, emergency, all systems failing. Ja, okay. Ich dachte, die wären ein bisschen schneller eingestellt, wie alles andere auch sonst. Hui. Na, von mir aus. Shut down the Handroid. Ach so, ich dachte, habe ich vorhin Showdown the Handroid gelesen? Aim the turret. Turret? Moment mal, ach so, das war glaube ich hier, ne? Schild? Schild? If you look up, you can see the satellite used by the space. Wow! Und ich dachte, ich kriege hier
wertvolle Hinweise. Wahuhu. Oh, das Video ist gerade mal über 10 Minuten lang. Ich könnte also wieder... Nein. Wenn du dich durch alle 5 Ringe schießen kannst, bin ich mir sicher, wird ein Stern erscheinen. Warte. Okay. Du? Ey, komm! Danke, Chuck. Ja. Chuck, ja. Es war Zeit zu gehen. Verlass uns. Das hast du schön gemacht. Ja, Kanonen. Das sind Kanonen. Und ja. Liebe Kinder, das wird ein einziges Hin- und Hergeballere. Und hier werde ich tatsächlich dann wieder vorspulen, aber dieses Mal mit Musik, weil das werde ich jetzt garantiert nicht so lange kommentieren. Und wir wollen ja auch heute hier noch zu Potte kommen, ne? Also in diesem Sinne geht's jetzt los. Oh, danke. Und hier haben wir ihn. 116. Und wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt weiter mit dieser Vorspulerei. Denn jetzt 100 und rote Münzen. Nächstes Mal gehen wir in den Bowser-Kurs. Aus diesem Grund sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's es gut und ciao. No, no.